Wir sind heute bei einem Windrad und da werden Models mit den Kleidungsstücken von mir, Montreat, in Kooperation mit Wien Energie und IG Windkraft performen in luftiger Höhe. Und ich freue mich schon sehr drauf. Wir machen heute hier die weltweit erste Modenschau auf einem Windrad. Das Windrad wird mit dem Flügel horizontal fixiert und oben werden die beiden Models regional in Wien designte Modestücke präsentieren. Wichtig ist, dass wir hier eine Zielgruppe erreichen, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema Windkraft auseinandergesetzt hat, damit wir hier auch Bewusstsein für erneuerbare Energien schaffen können. Das Wichtige ist, die Windenergie angreifbar, positiv für alle sichtbar zu machen, weil Windenergie ist eben eine der Lösungen für unsere Energiekrise, in der wir derzeit sind. In Österreich ist das Potenzial für die Windkraft sehr groß. Und wir versuchen hier im erneuerbaren Ausbau auf unterschiedliche Technologien zu setzen. Der Mix macht es dann aus. Montreat ist ein nachhaltiges Outdoor-Modelabel aus Wien. Wir haben den Fokus auf Kreislaufwirtschaft und wir stellen nur Unisex-Mode her, weil ich eben finde, wir sollten inklusiv sein. Also auf 135 Meter Höhe, glaube ich, ist es eine Weltpremiere, dass da eine Modenschau durchgeführt wird. Ja, hat super Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie oft schon auf Rotorblättern geshootet worden ist. Passiert vielleicht nicht jeden Tag. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dabei zu sein.